Guten Morgen. Mami, was Blumen? Die zieht sich an. Ja, jetzt muss ich wieder 6 Stunden dauern. Dieter Behrens schreibt: Moin Tommy, wir haben ein Paket an euch geschickt. Ist es nach 5 Tagen endlich bei euch gelandet? Eventuell beim Nachbarn abgegeben worden? Nö. Ist nicht angekommen. Dann müssen wir Nachbar fragen. Ja. Welchen Nachbar willst du fragen? Wer willst du denn jetzt fragen? Blume, das ist mein Lieblings-T-Shirt. Das darfst du ja anziehen. Das ist ja bei mir ein Kleidergang. Du bist ja schon mal ausgewachsen. Du musst mir noch so eins kaufen, das liebe ich. Und das Messer gehört für meine Richtung. Heute krieg ich das. Das hast du auch sehr oft bei mir gemacht. Hi. Ah, gut. Guten Morgen im Laden. So, folgen die Water News. Wir haben Morddrohungen. Tisch und Kniegelenk, darum Lunge, Haut und Prostata. Oh, oh, oh. Berlins beste Kliniken. Außerdem heute Krebsexperten am Telefon. Die große Hitze. Morddrohungen gegen Berliner und grünen Politiker. Ich kann aber nur einkaufen, wenn ich nicht mehr so gut sein kann. Oh, nichts. Alles bin ich zurück. Naja, ich mach mal los. Mach den erst mal bis später. Wir sehen uns. So. Das Schlimmste, was es für mich gibt, sind Phrasen über das Wetter. Naja, egal. Und Wolfgang ist Meister im Phrasen machen. Kam zu mir an heute und das erste, was er gesagt hat, war Kühlhorn heute. Dann kam der nächste vorbei und er sagt Kühlhorn heute. Und jetzt ist er losgelaufen und hat zur ersten Dame, die an mir vorbeigelaufen ist, die sagt, es ist Kühlhorn heute. Ne? Das ist schon witzig, ey. Ich mag sowas ja nicht. Mit Langlosigkeiten. Merkt doch jeder selbst. So, ja, wie auch immer. Muss ich noch mal kurz sagen. Ständer abgebrochen. Dieses Qualitätsprodukt aus dem Hause Decathlon hat das ist der Ständer abgebrochen. Die meinte, ob man da noch was machen kann. Kann man nicht. Nee, kann man nicht, man kann es vertauschen. Jens Banal tauschen. Matrix. Das probiere ich jetzt mal. Also, Steinchen raus.
Danke. Bitte. Ach nee, komm. Ich hab keinen fertig aus. Wenn wir noch drei Stück an- und abschrauben, dann geht die Krise, ey. Wäre die? Nee, oder? Die ist geschenkt. Die ist teurer. Wie lange hat die denn gefunden? Ihr Kopf selber. 3 Monate. Die ist drin auf. Ja. Ich würde sagen, viele. Das ist auch drin wahrscheinlich. Naja. Ach, guck mal, Alter. Der spatzt da rum. Siehst du den? Da auf dieser weißen Leitung. Die auf der Wand ist, rechts an der Wand ist da so eine Leitung. Ja. Jetzt der sammelt die Spenden raus. So, das ist auch praktisch. Der ist cool, wa? Ja. Der fliegt manchmal von da hinten, wo meine Werkstatt ist, rinnt ins Fenster rum, bis die wieder raus, sammelt alle raus. Ja, sieht ja aus. Ja, ist cool. So. Neue Reifenlieferung ist da. Boah, schaut euch den mal an, ey. Vollgummireifen. Von 1910 oder so. Noch vernietet hier. Wahnsinn. Herr Carsten bringt immer kuriose Dinge mit. Klingt gut. Schaut mir die Dinger mal an, unter der Lupe hier oben, die hat er mir nämlich auch mitgebracht. Ah, das, wenn das Originale sind. Wahnsinn. Wahnsinn. Tja, was soll ich sagen? Aufträge heute dabei war. Gott sei Dank habe ich hier einen Auftrag bekommen, der so recht gut ist. Neulich sprach ich davon, dass die Leute hier ihre Räder verleihen. Das ist jetzt mal andersrum. Hier, sie hatte gerade den Freund verliehen, hat das wiederbekommen und ist jetzt natürlich völlig runtergefahren und der Reifen ist platt. Ob das immer noch ein Freund ist, weiß ich nicht. Wenn er so ein Rad wiederbringen würde, wie gesagt, ich fände das nicht so toll. So eine Dauerleihgabe gewesen. Bremsen sind abgebremst, Bremswille hier sind runter komplett. Schaltet nicht mehr. Reifen platt. Dann an Linde hat es gestanden. Das sind ja meine Geschützträger. So am Kleben immer. Ja. Licht läuft wenigstens. Jo. Das habe ich heute gekauft. Peugeot Klapprad.
Also ein bisschen improvisiert hier mit dem Korb und alle Ständer haben sie hier abgebrochen. Naja, kennen wir ja. Wir wissen ja warum. Na gut, dann bauen wir das mal zurück auf Original. Ja, die kann man wirklich gut verkaufen, die Klappräder. Heutzutage hier. Nur schön muss es natürlich aussehen, da kann man nicht einfach so einen Bänzel dran machen. Das muss schon ordentlich sein hier. Das ist ein schönes Rad, gefällt mir. Kommt gar keiner mehr abholen. Voll auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Jeder einzelne gesehen haben. Wenn man was verkostet hat, dann gefällt dir das nicht. Das ist scheiße, da hast du noch was verkostet. Guck, genau im richtigen Moment. Hallo. Tag, schön. Schwer, ey. Heb mal her, das Kind. Falsch gemacht, hast du schon gesehen, unser Nachwuchs? Nee, hab ich nicht gesehen. Guck, sieht ein neues Leben aus. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Alles auf einmal. Ich schläfe den ganzen Tag. Schläfst du den ganzen Tag? Ja. Will nicht aufwachen? Ja, nur mal zum Trinken, dann schläft sie wieder. Ja, ist ja auch zu heiß. Also. So friedlich, Mann. Was soll man noch machen? Mama will die Ruhe haben. Wie geil. Ja, haben sie verätzt, den Bauchnabel. Aber hat sie ja keinen Nix gemacht. Er ist schon tot, oder was? Naja, sie meinte, es zieht sich dann jetzt rein. Wenn es nochmal blutet, muss man nochmal kommen. Aber eigentlich müsste es damit jetzt irgendwie Licht sein. Also abfallen wird es nicht. Also ihr Bauchnabel oder was? Ja, die hatte da so ein bisschen so einen komischen Bauchnabel. Und was war da jetzt? War so eine Versorgungsleitung? Ja, genau. Der hat nicht gesagt, sondern das ist nicht weggeschnitten oder so. Weißt du? Wie? Ja, aber wenn es so wildes Fleisch ist oder so. Das ist sehr anders. Nein, nee, ja klar. Ja. Ach Mensch. Ja, hat er so ein bisschen. Jetzt haben sie verödet, ja, oder? Ja, die hatten irgendwie so eine komische Salbe drauf, die eigentlich so hat einfach. So zinkt wahrscheinlich. Ja, zinkt es. Damit es abstürzt. Zinkt. Ich habe es zum ersten Mal gesehen. Nee, aber sie hat. War kurz mal wach dann zum Termin. Ist alles cool, oder was? Und danach habe ich sie nochmal gespielt und dann hat sie weiter geschlafen. Im Auto hat sie auch geschlafen. Nee. Kann auch umsonst, oder? Ja, klar. Sie fährt anscheinend gerne Auto. Raus? Nee, da muss ich ja von meinem. Na, wenigstens Lego. Wenigstens Lego, Mann. Nicht irgendwie so. Daddel. Ballerballerspiel. Mhm. Ich bin nicht. Ich hab kein Selbstwertgefühl. Ich muss mich in die. Flüchten in die Welt. Ich töte Menschen. Oh ja, da bin ich jemand. Komm wieder raus. Genau. Kommt so auf den Boden, redet mit jemandem. Der war ganz stolz, als er Praktikum bei mir gemacht hat. In einem Morgen kann man ganz schnell sagen, ey, ich habe gestern 7 Leute gemessert. Bei irgendeinem Online-Spiel. Ich habe keine Ahnung welches. Brauch mich nicht. 7 Leute gemessert. Ist ja wie, du hast 7 Leute gemessert. Ja, hintereinander weg, so ein Superkill oder was das war. Ja. 7 Leute mit dem Messer umgebracht. Ich sag, ganz toll. Ganz, ja, wunderbar. Die Urkunde, dein Name steht auf der Ehrenplatte. Aber ey, wenn er 3-4 Mal die Treppe hoch und runter gelaufen ist, weißt du? Das ist doch keine Leistung, Mann. Ja, ich weiß. Egal, das ist umgekehrt. Die flüchten sich in die digitale Welt und reden dann darüber, über Erfolg in der digitalen Welt. Du hast doch nichts geleistet. Du hast 7 Leute gemessert. Gedanklich hast du sie gemessert im Spiel und bist auch noch stolz darüber. Und er meinte, die haben ihn dann rausgeschmissen. Genau, das war die Story. Auch noch. Dass sie ihn dann rausgeschmissen haben, weil sie gedacht haben, der cheatet oder irgend so. Okay. Ich kenne mich nicht aus. Ein bisschen schon so, aber ich bin kein Spieler, Mann. Letztes Mal alles, was über eine Stunde ist, ist bei mir, ich werde nervös, ich werde unruhig, ich habe keinen Bock mehr einfach. Das letzte Ballerspiel, was ich gespielt habe, war Doom oder so. Doom. Okay. 90er Jahre.
Ich habe vor ein paar Jahren, aber wie gesagt, alles was nach einer Stunde so, ich habe einfach keinen Bock mehr. Nach einer Stunde vergeht mir die Lust und Laune. Nicht Spiel kann egal wie geil sein, ich habe einfach keinen Bock mehr nach einer Stunde. Okay, reicht jetzt, ich muss was anderes machen. Realismus wird hier gesendet. Hier wird nur Realismus gesendet, wa? Oui. Hä? Okay. Die sind gerade auf, oder? Ja. Kommt das Video dann rein? Heute Abend. Heute Abend? Ja, heute Abend, morgen früh. Irgendwie kannst so. Ich dann selbst dein YouTube sehen? Kannst du dich in YouTube sehen? Ob ich fotogen bin? Ey, ich sehe mich gerade selber in YouTube, zu Hause. Na, später siehst du dich. Ich sehe gut aus. Ja. Ach, guck mal, meine Tochter war einkaufen. Guck mal, wie sie schleppt. Ist schwer, hä? Oh Gott, oh Gott. Bring mal alle Eis hier gleich ran hier. Ein Eis für Daddy. Wahnsinn. Daddy braucht Nachtisch. Nee, ist gut. Mit Montage. Das ist ein Klapprad. Ja. Falträdel. Wo kaufst du sie denn? Bei eBay oder was? Nee, heute kommt eine Mädel an hier und meinte, ja, ich will sie nicht mehr haben. Guck mal, das Schutzblech noch, kein Wert. Na, lag ein bisschen. Das ist aber nett. Ja, ich meine, du den Korb würde ich abbauen, weil der ist mir zu wuchtig hier vorne dran. Den Scheiß ist doch Schrott. Nicht vielleicht dafür, dass der recht so original ist. Alter, im Rohr, guck mal, das Schutzblech, keine Macke, wa? Am Kettenschutz. Nein, das ist ja sogar eine Schaltung, ey. Ja, so eine Rennschaltung. Also so eine, dass er relativ schnell ist auch mit dem Ding. Ja, das ist eh erstaunlich, wie bei dem. Ich hab dir dann was zu. Ey, was mit? Ist so, was hast du? Was brauchst du? Drei Dinge. Oh, kann ich mir nicht merken. Einmal hast du auch neue Schläuche? Ja, klar. Okay, ja, sicher, ne? Schläuche oder Reifen? Nee, Schlauch. Schlauch, ja. Weil ich habe den von der Freundin eingebaut. Ich muss den zurückgeben. Das ist ein 2. Also irgendwie ist der 28, aber die erste Zahl hier ist trotzdem 32. Das ist die zweite. Achso. Jetzt gibt's neues, Wolfgang. Bei dir? Ja, gar nicht. Fußballwasser eingeladen? Ja, jetzt spontan, jetzt. Gestern Abend noch, wie ich nach Hause kam, dachte ich, ob ich morgen mitkommen will. Ich sag, naja, gut, kann ich machen, hinter. Ich hab dann auch was rumgegangen, jetzt zu Hause, eigentlich einkaufen, schnell. Und, okay. Dann waren wir hier, jetzt von 6 bis um 8 hier, das ist U21 hier in Rumänien. Ja. Fahrrad war gebraucht und vermietet. Lugner Straße 22 bis 23. Von wegen. Alex hat schon wieder Motorrad gebaut. Gefuscht hat er. Gummifuscht hat er. Ja, wisst ihr, aber der hat wieder Schweiß da oder was? Was im Brand steckt, das Ding. Ja? Ja, das hat die Brand hier. Der Brand steckt da. Ach, ich war ja hier, das ist ja ein Glück hoch. Ah, sitzt er gut jetzt? Nee, ich kann machen, dass es schlimmer wird. Aber das ist ja weiß, das ist der Rand hier, ne? Das ist, irritiert auch auf. Gewalt. Hä? Was hat er gesprengt? Na, alle Gäste, also die Wurm. Wie ein Hörer? Na ja, halb Zehner, Zehner noch. Die war ja auch schon wieder bei Zeiten zu Hause. Ja? Andrea. Naja, morgen ist Wochenende, Freitag.
Und hast du den Fahrradständer heute Morgen hingekriegt, Tobi? Ich hab mir braucht noch einen. Hast du mir braucht noch einen gemacht, ja? Bei den neuen, nach der Passstraße nicht an die Spalier. Ja, ich seh das jetzt. Das neueste Errungenschaft aus dem Hause Müller. Müllers Fahrradsalon. Wir bieten an ein Peugeot. Doch, so nieder. Wie ist das Testergebnis? Yay! Wie kriegt das keiner sehen? Bei dem Fahrrad. Geil. Den Korb darf keiner sehen. Den Korb muss man eigentlich abmachen. Das ist, genau, wunderbar. Oh, schicke Fahrrad, hä? Verkaufsargument. Als Verkaufsargument ist ein Korb mit dabei, der ist gratis mit dabei, der kostet nichts. Ja, dafür. Was schmeißt ihr Melonen runter? Mit Korb 10er. Ich sehe gar keinen. War das Kinderrad auch da? Jetzt muss ich nochmal in die. Jetzt bist du so schnell, ziehst du wieder aus. Du bist doch gerade eingezogen. Das war der Rauschmiss, ja? Naja, Wusch. Willst du mal Sachen aus dem Fenster, italienischer Auszug heißt das? Da hast du mich auch noch eine Waschmaschine gehabt. Das wird mein neues Haus und Hof, bald ein Riesenrad. Ja. Das wäre was für mich. Der Thomas, das wäre was für mich im Garten draußen. Nee, du hast ja dein Rad verkauft, Wolfgang. Wiss ich ja. Du kriegst kein Rad mehr, du wolltest ja keins. Wiss ich ja, ich war ja wohl, wiss ich ja. Ich will doch ja keins mehr haben. Ach. Nee, er hat verkauft seins. Er hat ja eins gehabt. Zito. Hat er damals neu gekauft in 80 Jahren. Ja. Ist seitdem dreimal gefahren, sagt er. Ja. Hi. Hi. Sag mal, wird bei dir zufällig fotografiert für mich abgegeben? Nee. Ach, sowas haben wir auch öfter mal. Ja. Beim Nachbarn abgegeben. Ja, aber bei welchem? Bei welchem? Wenn sie noch was haben, wir öfter. Guten Tag. Ich habe das probiert vorhin, das hat. Habe ich nicht gesagt? Geil, ey, mit dem Freilauf, ey, total geil. Ja, der Sound, ne, klingt fast wie eine Hügi. Leute, bis morgen. Wolfgang, bis denn? Mach gut. Mach gut, Wolfgang. Ja. Da lacht der Wolfgang. Oh. Was passiert? Oh. Ist da was umkippt. Auch hier durch muss es. So, gleich hier daneben erstmal. Also, da muss man irgendwie gucken, dass das so wahrscheinlich auch beim Unfall passiert. So ein Schlag bekommt, boom, ja, oder irgendwas. Ja, aber halt. Weil das ist gerne richtig gut gelaufen. Okay, aber das ganze Rad, ich bin es ja vorher, ja, ich hab's aufgebaut gehabt. Ach so. Neu. Und dann ist er halt irgendwie zwei Wochen gefahren und dann, ja, boom, Unfall. Nee. Kaputt. Verkauft, ja, und Unfall. Ja. Ey. Ja, die beiden Laufräder müssen, die müssen fit sein. Ja, okay. Ja. Ah, Gabel würdest du dich eher primär drum kümmern. Naja, jetzt erstmal um eine Gabel zu besorgen, klar, aber. Ja, okay. Das. Komplett. Muss einmal dann natürlich auch zusammengebaut werden. Das ist meine Aufgabe heute. Ja. Ja. Die sind ja leider alle zu kurz. Die habe ich ja gestern ausgebaut hier. Die ist halt zu kurz für den Rad. Die braucht eine 20er Schaftlänge. Okay. Irgendjemand kommt da nicht klar mit dem Pumpen, da müssen wir mal helfen. Ja. Okay. Weil die ist super lang hier. Vor allem, wenn ich halt sagen darf, dass auch das da bleibt, dass wenn ich mich da erstmal ein paar Stunden reinfriemel, zwar. Ja, aber das war jetzt ohne Erfolg, wie sich angehört hat, oder? Ich weiß. Und wir, los, Wasser, pumpen. Ja, ich. Das schaff das einfach nicht. Doch, schaffst du. So, sitzt die Ausgangsstellung? Ja. Das musst du ja mal lernen, deswegen machen wir jetzt Unterricht hier. Guck mal, zieh durch. Schaff nicht mehr hinzu.
Siehst du, ich würde mal sagen, es ist Feierabend. Ha, ha, also machen wir Feierabend. So, okay. Schönen Feierabend, bis zur nächsten Auftragslage, liebe Internet-Fans. Genau. Wann sehen wir uns? Ja. Morgen. Mittag, genau. Morgen nicht, aber Mittag. Morgen Mittag, naja, klar. Morgen Mittag. Okay. Gut. Also, aber zum Morgen sage ich erstmal Mittag. Hoffentlich ist eher nicht wann ist denn dein Uhr, Mittag? Elf, genau. Sondern auch vielleicht noch 1 Uhr, aber nach 1 ist Nachmittag. Ne? Alles nach 1 ist Nachmittag. Okay, einigen wir uns darauf. Okay. Aber du hast ja gesagt Mittag. Das ist mein Klapprad, dann muss ich, kann ich das will ich jetzt hier noch anschließen. Ja. Das ist alles angeschlossen. Na, hat der Kollege wohl seinen Schlauch da liegen lassen wahrscheinlich. So glücklich, ne? Ach Mensch, gute Nacht. So, ich geh schneiden. Also, macht das gut, wir sehen uns morgen. Bis dann, ciao, sagt Tommy und Familie.